Labor. Ja, das sind aktuelle Aufnahmen aus der Wurfbox. Hier kuschelt Eisbär-Mama Lara schon seit Wochen mit dem niedlichen Nachwuchs. Im Dezember ist das Junge geboren und seitdem der Star nicht nur für Papa Bill, sondern im ganzen Zoo. Und da beginnt jetzt so langsam die Saison. Nicht nur die Tiere. Das SPD-Mitgliedervotum hat begonnen. GroKo, ja oder nein? Darüber entscheiden jetzt rund 463.000 stimmberechtigte SPD-Mitglieder. An ihnen liegt es jetzt, ob ein Bündnis mit der Union zustande kommt. Jenseits von den Inhalten tun sich ja viele Genossen schwer, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Wir haben Sozialdemokraten aus dem Ruhrgebiet getroffen. Sie erzählen uns, was sie über die GroKo denken und welche Sorgen sie haben. Und das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 4. März verkündet werden. Das sonnige Wetter, es war gerade wunderschön, da können wir nicht meckern. Aber bei der Kälte sehnt sich so manch einer doch nach Meer, nach Strand und Wärme. Davon können Sie jetzt träumen oder Sie lassen sich tatsächlich für Ihren nächsten Urlaub inspirieren und auf der Reisecampingmesse, das Ganze auf der Reisecampingmesse in Essen. Da gibt es Tipps für die nächste Fernreise, aber auch alles fürs Camping um die Ecke. Und da hat Jeanette Kuhn heute ein paar echt coole Neuheiten gefunden. Danke, Jeanette. Die Messe geht noch bis Sonntag. Ärger mit dem Schlüsseldienst, unser Thema gleich bei Lokalzeit bitte kommen. Aber erst gucken wir mal, was heute im Ruhrgebiet sonst wichtig war. Die Feuerwehr Gelsenkirchen hat heute Bilanz für das Jahr 2017 gezogen. Dieses Jahr gab es so viele Einsätze wie noch nie zuvor. Die Polizei in Herten fahndet jetzt mit einem Foto nach einem jungen Mann, der einen Busfahrer schwer verletzt haben soll. Der Fall ereignete sich bereits am ersten Weihnachtstag in einem Linienbus. Der Busfahrer hatte den jungen Mann aufgefordert, seine Schuhe von der Sitzbank zu nehmen. Daraufhin schlug der Fahrgast ihm mehrfach gegen den Kopf. Der Täter konnte flüchten und wurde bisher nicht gefasst. Mit einem Fahndungsfoto aus der Überwachungskamera des Busses versucht die Polizei jetzt herauszufinden, wer der junge Mann ist. Die Stadt Essen will Schultoiletten ab sofort schneller sanieren. Das hat der Rat heute Abend beschlossen. Der FC Schalke 04 sieht die Übernahme von Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen weiterhin als öffentliche Aufgabe. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit gehört zu den Pflichten der öffentlichen Hand, so der Verein. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hatte die Gebührenforderungen des Bundeslands Bremen an die Deutsche Fußballliga grundsätzlich für rechtens erklärt. Die DFL will gegen die Entscheidung Revision einlegen. Und das waren unsere Nachrichten vom Mittwoch. Einkaufswagen fährt man im Supermarkt und nicht quer durch die Stadt. Aber ist Ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen, immer häufiger sieht man auf der Straße, in Wohnvierteln, gern auch mal in Grünanlagen, herrenlose Einkaufswagen rumstehen. Da war wohl wieder jemand zu faul, seine Einkäufe nach Hause zu tragen und hat dann einfach gleich den ganzen Wagen mitgenommen und irgendwo abgestellt. Für die Supermärkte im Ruhrgebiet wird genau das mittlerweile zu einem echten Problem. Sie wollen nur kurz zum Briefkasten oder den Müll rausbringen. Zack, fällt die Tür zu, Schlüssel liegt drin. Na super, Sie haben sich ausgesperrt. Haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, wenn Sie Glück haben, hat irgendjemand einen Zweitschlüssel von Ihnen. Wenn nicht, kann nur noch der Schlüsseldienst helfen. Und das kann teuer werden, wie jetzt auch Marie Akbari erlebt hat. Sie hat uns um Hilfe gebeten. Lokalzeit, bitte kommen. Was ist das denn überhaupt für ein Gebaren, dass man eine Blankorechnung unterschreibt? Ist das üblich, denn dem Schlüsseldienst die Anfahrt bezahlen, wenn er kommt, mir aber zu teuer erscheint und ich schicke ihn dann wieder weg? Das natürlich oben drauf kommt. Und die Anfahrt noch, ne? Selbstverständlich, die kommt ja immer dazu. Ja. Okay, Herr Schmicker, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ja, und wir haben gleich noch balzende Eulen im Programm, aber erstmal die Tipps und Termine. Jeden Abend streift Gerald Sell jetzt durch die dunklen Wälder im Muttental in Witten. Denn hier leben seine absoluten Lieblingsvögel, Eulen. Und die haben gerade Balzzeit. Mitten im Winter rufen Uhu, Waldkauz und Schleiereule nach einem Weibchen. Ein seltenes Naturerlebnis und darauf freut sich der Eulenfan jedes Jahr aufs Neue. Was hätten Sie gerade hier im Studio mal erleben müssen? Hier haben fast alle probiert, dieses Eulengeräusch mit der Hand nachzumachen. War nicht so einfach, ich habe es auch nicht geschafft. Jetzt das Wetter. Scheinbar gibt es jetzt im Februar den Ausgleich für die sonnenarmen Monate Dezember und Januar. Hier sind die sonnigen Aussichten. Etwas weiter zurück, vor allem die Nächte werden richtig frostig. Teilweise an einigen Tagen gibt es sogar am Tag Frost. Dienstag und Mittwoch sogar ein paar Schneeflocken. Ziehen Sie sich also warm an und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Schönen Abend. Tschüss.